Es gibt sowohl traurige, aber auch positive Nachrichten in diesem Update zu verkünden. Und wenn ihr neu seid, dann lasst gerne mal ein Abo da, aktiviert gerne die geile Glocke, lasst auch gerne mal ein Like da. So wie das einmal die zwei das gemacht haben, Same Place und Nada. An euch beide, ich hoffe, ihr bleibt langjährige Abonnenten. Dankeschön. Kuss geht raus. Kann ich euch schon mal sagen, um was es geht? Um Kratos, um ein Backbling, das man sich eigentlich schon früher freischalten konnte. Und noch andere Sachen in diesem Update. Fangen wir aber auch schon an. Und wie gesagt, Kuss geht raus, Herz geht raus. Und zwar will ich euch mal was erzählen. Und zwar wisst ihr doch, dass ich oft Anfang dieses Jahr ein Video über dieses Backbling gemacht habe. Jetzt endlich kam das raus. Was müsst ihr machen oder was musstet ihr machen? Ihr müsstet euch auf der originalen Fortnite-Webseite einloggen bei dem Punkt Account. Also alles auf der Webseite halt und dann unter E-Mail-Einstellungen. Dann müsstet ihr alles aktivieren. Dann habt ihr dieses Backbling auch endlich heute bekommen. Wurde in Kapitel 4 Season 3 eingeführt. Das stimmt, würde ich mal sagen, nicht. Wurde in Kapitel 5 Season 4 eingeführt. Also, wen will Epic Games hier verarschen? Es ist zwar seit Kapitel 4 Season 3 in den Datenfiles aber rausgekommen. Es ist ja erst heute nach dem Update. Dann auf jeden Fall schauen wir uns mal den Shop an. Ich hatte das Gefühl, dass er auch schon wieder überarbeitet wurde. Nicht nur, dass ihr, wenn ihr im Item Shop oder generell hier vorne seid, meinen QR-Code eingeben könnt. Dazu müsst ihr einmal hier drauf drücken, dann einmal ein O, ein G, ein Bindestrich, ein F, ein A und ein N eingeben. Weil dann habt ihr alles richtig gemacht. Keine Ahnung, warum das auf Englisch steht. Ich hoffe, mein Spiel auf jeden Fall auf Deutsch. Danach müsst ihr nichts machen, weil dann steht da unterstützt einen Creator Doppelpunkt OG Bindestrich Fan. Der wird automatisch jede 2 Wochen rausgelöscht. Deswegen guck mal, ob der noch bei euch drin steht. Und ich merke, dass die Animation hier im Shop anders da ist, als es vor dem Update war. Und dass hier auch viel mehr Platz zwischen den Reihen ist. Was natürlich da auch noch morgen am 5.9. dazukommt. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, aber typische Fortnite-Kiddies haben wohl gedacht, die FNCS-Spielzeit, die Originale, kommt heute am 4.9. Sorry auf Deutsch, ein Scheiß. Morgen kommt die, wer auch immer das euch gesagt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, kommen die Originale von FNCS-Pickaxe mit einem Bundle morgen rein. Und wie gesagt, wenn ihr die euch kauft, denkt dran an meinen Creator-Code. Dass es auch so steht, wie ich da ein O, ein G, Bindestrich, ein F, A, N. Auf jeden Fall wurde der Item schon ein bisschen wieder verändert. Sieht auf jeden Fall anders da aus. Die Animation vom Shop her ist anders, sag ich. Und dann gehen wir jetzt mal zu den Bonusbelohnungen. Die kann man sich ja vor dem Update sich nicht anschauen. Sieht einmal so aus. Belohnung anzeigen. So. Dann Ben Kapitän Captain Jones, Wehrmaschine und die hier. Dann geht's weiter mit dieser Variante. Dann geht's weiter mit dieser Variante. Diese Variante. Wehrmaschine. Muss sagen, bis jetzt gefallen mir die. Also von Anfang an muss ich sagen, die sind auch schon cool, aber das ist noch cooler. Ich bin gespannt, was es auf der letzten Seite gibt. Oha, das ist geil. Das sieht crazy aus. Das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir direkt auf Anhieb. Das gefällt mir. Schreibt mal eure Meinung zu den Superstilen in die Kommentare. Von 1 bis 6, eine Schulnote her. Ich würde denen so eine 1 geben, beziehungsweise so eine 2. Mit meiner Begründung.
Es gibt eigentlich keine Begründung. Deswegen eine Klasse von der Note 1. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu rein, von der Schulnote her, und dann auch die Begründung, zum Beispiel Note 3, weil das und das fehlt, oder Note 2, weil das und das gut ist, etc. Einfach mal die Note mit eurer Begründung reinschreiben in die Kommentare. Das ist schon mal die erste Aufgabe. Aber bitte dann auch machen. Das haben wir uns, glaube ich, schon angeschaut gestern. Also, was gestern? Auf jeden Fall vom Update. Das ist auf jeden Fall neu. Backbling und Emote. Spray. Leiter. Langweilig. Und hier in der Zeichnung Comic-Variante. Okay, dann die Dr. Doom. Ein Ladebildschirm. Ein Backling, eine Waffenlackierung, okay, Pickaxe, Spitzhacke, dann Gleiter. Wie gesagt, die Aufgaben, die kann man sich, glaube ich, erst ab 15 Uhr heute freischalten. Also, wenn das Video um 12.43 Uhr auf, also bei mir dauert es noch ein paar Stunden, circa 2 Stunden, 15 Minuten, dann kann man das hier freischalten. Wie gesagt, 15 Uhr früher nicht. Und dann gibt es, glaube ich, auch genau neue Story-Aufträge und auch neue wöchentlichen Aufträge. Ich glaube, das war's, und ansonsten in vorne schreibt mal gerne rein, wie viele Zonen ihr schon auch absolviert habt und welches Level ihr seid. Also ihr müsst Superstile schreiben, wie viele Sturmphasen ihr schon gemacht habt und welches Fortnite-Level ihr seid. Also schon drei Sachen, das ihr in die Kommentare schreiben müsst. Ich glaube, sonst gibt es nichts mehr Neues oder so. Ich glaube doch, hier gibt es einen Rank Cup. Ich glaube, ich habe ja das letzte Mal im Livestream irgendwas gesagt von einem Rank Cup. Hier, das bist du. Am 14.09. Das ist diesen Samstag um wie viel Uhr? Tun mir Details. 12 Uhr bis 16 Uhr. Das kann ich leider nicht machen, aber ihr seht hier auf jeden Fall schon mal die ganzen Daten, wann es noch ist, 21.09. Und ihr seht, das ist immer von 12 bis 16 Uhr, also mittags würde ich sagen. Das ist immer, glaube ich, an einem Samstag. Macht euch gerne davon ein Bild oder schaut selber in Fortnite 3 bei Wettkampf. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich auf Twitter. Ihr merkt, das Video ist wieder ein bisschen länger wie sonst. Und was auf jeden Fall auch reinkommt, neben der FNCS-Spitzhacke und dem Bundle, ist ein Spinnpaket von Stanplay. Wenn ihr euch natürlich beides davon kauft, wie gesagt, meinen Creator-Code nutzen. Darüber würde ich mich freuen, aber wir sehen uns jetzt erstmal auf Twitter. Und zwar, Leute, gibt es eine traurige Neuigkeit. Gratos wurde wieder entfernt. Ich frage mich, wann es Epic Games entscheidet, diesen Skin reinzubringen. Ihr wisst, ich habe den Skin, ich habe auch seine exklusive PS5-Variante, aber fragt mich nicht, wann Epic Games Lust hat, ihn in den Itemshop zu hauen. Ich habe auch in dem letzten Video noch in die Videobeschreibung was gepackt, dass jemand gesagt hat von Epic Games, dass Gratis immer willkommen sei, oder nee, war Travis Scott, genau. Das ist aber jetzt Gratos. Wann er, wie gesagt, kommt, fragt mich bitte was anderes. Bitte. Wenn ich es wüsste, hätte ich es ja auch schon gesagt. Auf jeden Fall, Marie, danke auch für dein Abo. Ich wollte gerade weitermachen. Kuss geht raus, Herz geht raus. Genau, wenn ihr auch eingeblendet werden wollt, einfach meinen Kanal abonnieren, dann werde ich. Und ihr euer Kanal auf öffentlich habt, blende ich euch natürlich dann auch ein. Entweder im Livestream oder in einem Video. Alle Fortnite-Sachen, die entfernt wurden. Ihr seht hier, was hier alles entfernt wurde.
Avatar. Banner-Sachen, also Banner-Skins etc. SNCS, also keine Ahnung, verwandtes Geld. Auf jeden Fall habe ich es hier mal rausgesucht für euch. Ihr seht, die Liste ist unglaublich lang. Die ist unnormal lang, die Liste. Genauso lang wie das Video sein wird. Holy shit. Ihr seid jetzt die Uhrzeit 12:48 Uhr. Ist auf jeden Fall sehr viel. Dann geht auf jeden Fall weiter. Epic Games hat vor, scheinbar in Kapitel 6 den Spind zu überarbeiten. Und natürlich hoffen wir alle, dass er besser wird. Mein Punkt ist, warum ich den Spind scheiße finde. Ist halt, wenn wir in den Spind gehen und zu Lackierungen. Dass wenn ich eine Lackierung ausgewählt habe, dass sie für alle abgespeicherten Sets, die ich abgespeichert habe, das übernimmt. Wenn das nicht so wäre, wenn ich zum Beispiel hier für diesen abgespeicherten Slot eine extra Lackierung auch abspeichern kann und wenn ich einen anderen Slot nehme, dass ich dann nicht gleichzeitig auch die Lackierung nutzen kann, nutze, die ich für diesen Slot hier habe. Also dass man unterschiedliche Lackierungen auf die Slots machen kann. Wenn das so wäre, das wäre echt crazy. Das gab es mal früher, dass man für extra abgespeicherte Spinnspeicherungen seine Lackierung auch so abspeichern konnte, aber seitdem das so ist, ist es halt anders und das ist halt blöd. Dann geht's weiter. Wie gesagt, das habe ich euch hier schon gezeigt. Ihr müsstet nur bei der Umfrage im Fortnite angemeldet haben, E-Mail, alles da machen. Dann war es. Und zwar, es gibt neue Infos zum Solo-Modus im Reload-Modus. Ihr startet das Spiel mit einem Neustart. Das heißt, ihr könnt einmal respawnen. Wenn ihr sterbt, müsst ihr mindestens 30 Sekunden überleben, bevor ihr einen weiteren Neustart bekommt. Und den letzten. Achso, Daumann hat unendlich viele, oder? Keine Ahnung. Wenn ihr sterbt, werdet ihr an einem zufälligen Ort auf der Karte gespawnt. Okay. Hier ist mal so ein Bild. Dann auf jeden Fall Grand Pulse verkauft nun ihre eigenen mythischen Waffen. Waffe. Die Doppel-SMG. Dann gibt es wieder Reboot Royale, glaube ich, wieder zurück. Aber dazu müsste ich. Nee, Stand jetzt, was ich wieder aufnehme, ist es noch nicht da. Aber es soll wieder zurückkommen. Eigentlich easy. Nur mit einem Freund spielen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Bot-Account eine Runde gehen und dann halt die 200 Punkte erreichen. Wie die Belohnung aussieht, ist einmal hier eine Lackierung. Backbling, drücken, also es war Spitzhacke oder Pickaxe. Dann wurde, glaube ich, die fliegende Insel bearbeitet und geändert, und zwar zu Dr. Doom. Sieht auf jeden Fall jetzt stand dem Leak so aus. Dann geht es auf jeden Fall weiter. Es gibt scheinbar einen Dialog über Columbus. Ist sehr interessant da, ja. Okay, dann geht es auf jeden Fall weiter. Haupterwähnte Schleimgänger in den kommenden Story Quests von Teil 3 und Teil 4. Ist es wohl bestätigt, dass die Schleife noch aktiv ist? Also, die Schleife gibt es wohl noch. Laut den Story-Aufgaben, die es heute um 15 Uhr gibt. Und dann, also, ihr seht, wir sind noch gar nicht durch. Ich wollte jetzt nicht extra zwei Videos machen, ich habe das in einem Video verpackt. Die Dr. Doom Quest gewähren euch XP. Da die Belohnungen jetzt auf der Grundlage der Anzahl der abgeschlossenen Quests gewährt wurden. Wenn ihr also Pocket Dich, also wenn ihr generell Aufgaben abschließt, bekommt ihr schon mehr XP. So.
Also einfach nur die Aufgaben machen, dann bekommt er also EP und scheinbar Ladebildschirm, das was ich euch gerade schon gezeigt habe. Und wenn ihr versucht, diese, wo ist die? Nee, diese Waffe zu upgraden, dann kommt da wohl dieser Text. Warum soll das modifizierbar sein? Es ist doch schon bereits perfekt. Okay. Dann gibt es auf jeden Fall eine neue Waffe aus dem Fortnite-Trailer von Season 4 gezeigt. Und zwar dieses Item. Dann auf jeden Fall geht es weiter mit, wie gesagt, 15 Uhr erst verfügbar sein. Steht auch hier nochmal. Kommt es Skins, womöglich vielleicht auch nur Dorfbewohner aus Lego. Dann ein Videoplayer für Zwischensequenzen vom Live-Event wurde hinzugefügt. Dazu wurde dieser neue Ordner namens Cave hinzugefügt, über den derzeit noch nichts bekannt ist oder noch nicht so viel bekannt ist. Aber es ist ein Streamer von Videos von einem geplant, okay. Scheinbar wurde der Horden Rush Modus aktualisiert. Vielleicht steht das Halloween Event? Keine Ahnung. Ich geh mal eher davon aus, das Halloween Event. Dann gibt es auch einen neuen Ladebildschirm, wenn ihr einen Modus gewinnt. Und zwar so sieht dieses aus, wenn man den Modus gewinnt. Und zwar an einem Marvel LTM. Lest es euch einfach mal durch. Dann erster Einblick vom Geburtstagskuchen. Ihr wisst ja, von dem wird dieses Jahr schon 7. Krass. Und dieses Jahr waren die wohl anders da geplant. Und zwar alles in so einer Galaxy-Variante. Wie gesagt, Fortnite wird 7 Jahre. 7 Jahre Fortnite. 7 Jahre Fortnite Battle Royale. Das ist einfach nur krank. Seit 7 Jahren. Dann gibt es hier noch so zwei Sachen. Könnt ihr es auch gerne mal durchlesen. Und das auch. Und wie gesagt, morgen kommt erst die FNCS-Spitzhacke. Ihr müsst es halt bedenken mit der Zeitverschiebung. In Amerika ist heute der Tag, wo die Spitzhacke rauskommt. Aber immer wenn Leaker schreiben, Punkt, 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 zum Beispiel 4.9., dann ist es bei uns immer durch die Zeitverschiebung eine andere Uhrzeit und halt auch ein anderes Datum mit gemeint. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Kommentiert das, was ich gesagt habe, mit den Superstilen, welches Level ihr seid. Und das andere habe ich vergessen. Auf jeden Fall kommentiert diese drei Sachen. Vergesst nicht, meinen Creator Code zu verwenden. Und ansonsten ist das.